Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Messejournals hier bei Messe Live TV. Unser Fokus heute liegt bei der Interforce 2010, die an diesem Tag auf dem Münchner Messegelände ihre Tore geöffnet hat. Als offizieller TV-Partner der Interforce 2010 berichtet Messe Live TV täglich vom Messegeschehen und den aktuellen Trends aus den Bereichen Forstwirtschaft und Forsttechnik. Übrigens werden die Highlights von der Interforce 2010 auch in unserem täglichen Programmfenster Business Plus in mehreren deutschen Kabelnetzen übertragen. Nähere Informationen zu unserem TV-Service Business Plus sowie zum Empfang von MesseLive TV als Mobil-TV und auf Hybridgeräten finden Sie auf unserer Website www.messelive.tv. Dort gibt es auch alle Sendungen und Beiträge von MesseLive TV zum Abruf sowie den HD-TV-Stream unseres Programms. So, und nun kommen wir mal zum Programm der Interforce 2010. Die Messe, die im Vierjahresrhythmus in München stattfindet, feiert in diesen Tagen ihr 40-jähriges Bestehen. Ein Großteil der Ausstellungsfläche befindet sich auch diesmal wieder auf dem Freigelände, wie wir hier auf dem Geländeplan erkennen können. Zusätzlich zu den vier großen Freiflächen im Außenbereich findet die Interforce noch in zwei Hallen der Messe München statt. Tja, und bevor wir nun zum Messegeschehen schalten, wollen wir zunächst einmal auf die Themen der Interforce 2010 und deren Eröffnung heute blicken. Stefan Müller-Artelt hat die Einzelheiten. Ab heute bis zum 18. Juli präsentiert sich in München die 11. Interforce. Über 400 Aussteller zeigen in zwei Hallen und dem weitläufigen Freigelände der neuen Messe München die aktuellen Trends und Produkte aus Forstwirtschaft und Forsttechnik. Die im Vierjahresturnus stattfindende Veranstaltung präsentiert zukunftsweisende Technologien für die ganze Dimension von Holz und Forst. Begleitet wird die Ausstellung von hochkarätigen wissenschaftlichen Kongressen, Fachveranstaltungen und Sonderschauen. Die Messe zeigt die komplette Vielfalt der Branche, von der Aufforstung über die Holzernte bis zum Sägewerk. Helmut Brunner, Bayerns Minister für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, der die Messe am Morgen feierlich eröffnet hatte, würdigte ihre Bedeutung darüber hinaus im Rahmen mehrerer Rundgänge und Diskussionsforen als politischer Ansprechpartner für die Sorgen und Nöte der Forstbranche. Heute mehr denn je haben die wirtschaftlich führenden Nationen die Aufgabe, die natürlichen Lebensgrundlagen und vielfältigen Leistungen des Waldes zu erhalten und auszubauen. Dies kann aber nur gelingen, wenn sich jemand um den Wald kümmert, diesen nachhaltig nutzt und pfleglich bewirtschaftet. Und genau hier setzt auch das Konzept der Interforce an. Als internationale Leitmesse ist sie ein wichtiges Branchenschaufenster, das eindrucksvoll den Entwicklungsstand der Waldbewirtschaftung und Forsttechnik aufzeigt. Sie ist Treffpunkt für Industrie, Handel, Wissenschaft und Praxis. Dementsprechend sind die verantwortlichen Messebetreiber um Geschäftsführer Dr. Reinhard Pfeiffer besonders erfreut über Wachstum der Ausstellungsflächen und Anteil internationaler Teilnehmer gegenüber 2006. Trotz oder gerade wegen der wirtschaftlich und ökologisch schwierigen letzten Jahre hat die Interforce damit nochmals deutlich an Bedeutung gewonnen. Für Messe Live TV, Stefan Müller-Artelt. Und soweit ein erster Überblick über die Interforce 2010. Wir schalten jetzt gleich weiter zu Sebastian Schuster auf dem Messegelände der Interforce, wo es sprichwörtlich heiß hergeht. Sebastian. Tja, Susanne, heiß her geht es hier vor allem auf dem Freigelände der Messe im sommerlich warmen München. Wir sehen hier auch mal einige Bilder vom Außengelände der Interforce 2010, wo in diesen Tagen zahlreiche Sonderschauen und Präsentationen stattfinden. Ja, und zum Außengelände werden wir auch im Laufe dieser Sendung noch schalten. Jetzt haben wir uns aber erst einmal bei den Besuchern umgehört, welche Themen der Messe am meisten ihr Interesse wecken. Also wir hatten speziell jetzt zum Thema Brennholz und Brennholzaufbereitung geguckt und natürlich so, was es an Neuerungen gibt. Allgemein Info mal über die Interforce. Ich bin nicht direkt der Forstmann, aber mal einfach informieren, was hier los ist auf der Messe. Und ich brauche ein paar so Kleinigkeiten für meine eigene Forstbearbeitung, für Brennholzbearbeitung. Forstpflanzen, da wir eine Forstbaumschule sind. Und es sind sehr schöne Ausstellungsflächen vorhanden, sehr liebevoll gemacht. Und meine hat mich sehr gefreut, auch die Berufskollegen einmal wieder zu treffen. Generell einen Überblick mal wieder zu gewinnen, die sind nur alle vier Jahre. Einfach mal, was gibt es wieder Neues, was gibt es Interessantes. Kollegen treffen, ein bisschen austauschen. So das Wichtigste.
Tja, das Besucherspektrum hier auf der Interforst 2010 ist sehr groß und wir wollen das Thema Messe natürlich noch etwas genauer vertiefen. Dazu begrüße ich nun Dr. Reinhard Pfeiffer, den Geschäftsführer der Messe München. Herr Dr. Pfeiffer, welche Bedeutung hat die Interforst 2010 für Sie als Messeveranstalter? Für uns hat es eine sehr hohe Bedeutung. Die Interforst ist eine Fachmesse, die Interforst ist eine Leitmesse, eine internationale Leitmesse. Und die letzten Monate, das ganze Jahr 2009 hat es gezeigt, gerade in Krisenzeiten sind Leitmessen die Messen, die sich am stabilsten erweisen. Die Interforst findet ja nun alle 4 Jahre hier in München statt. Welche Akzente möchten Sie mit der Interforst 2010 setzen? Also wir erhoffen uns natürlich gute Geschäfte für unsere Aussteller. Hier werden ja auch die Innovationen präsentiert, die über 4 Jahre hinweg entwickelt wurden. Daher ist die Stimmung auch gut. Wir wollen auch auf der Interforst 2010 zeigen, was tut die Forstwirtschaft, die Holzwirtschaft für das Thema Umwelt. Stichworte sind CO2, Biodiversität. Die Branche selbst fühlt sich etwas in die Ecke gedrängt als eine Branche, die den Wald zerstört, den Boden unsachgemäß behandelt. All das soll hier auch in Foren, in Sonderschauen oder auf einer grünen Couch diese Themen auch kontrovers diskutiert werden, denn der Wald und die Forstwirtschaft, sie tun eine Menge für die Umwelt. Herr Dr. Pfeiffer, Sie hatten ja heute schon ein straffes Programm am ersten Tag der Messe, unter anderem begleitet durch den bayerischen Landwirtschaftsminister Helmut Brunner. Und mit dem konnte ich auch im Vorfeld der Messe sprechen. Herr Minister Brunner, welche Impulse erwarten Sie sich von der Interforst 2010 für die Forstwirtschaft? Also was ich bisher gesehen habe, war schon sehr beeindruckend. Es beteiligen sich auch wieder wesentlich mehr Länder als vor 4 Jahren. Jetzt 24, damals 15 Länder. Ich denke, 50.000 Besucher wird wohl auch wieder erreicht werden können und die Technik ist vorangeschritten. Ich stelle also fest, gerade in puncto Umwelttechnik, in puncto Arbeitssicherheit gibt es Fortschritte und das sehe und höre ich natürlich gerne, weil gerade die Waldarbeit immer sehr gefährlich ist und schwere und schwerste Unfälle zu beklagen sind, gerade wenn man Kalamitäten aufarbeitet. Und da gibt es ohne Zweifel Fortschritte und das ist im Interesse aller. So, und damit gleich noch einmal weiter zu Dr. Reinhard Pfeiffer, der immer noch neben mir steht. Herr Dr. Pfeiffer, lassen Sie uns abschließend mal noch einen Ausblick wagen. Was erwartet die Besucher noch in den kommenden 4 Messetagen? Ja, Sie haben es ja schon gesagt, in den kommenden 4 Messetagen. Die Messe geht ja praktisch jetzt erst richtig los. Und was es an Innovationen hier zu bestaunen gibt, das, glaube ich, wird jeden Besucher fesseln, vor allem jeden Fachbesucher fesseln. Die Branche hat sich da drauf eingestellt und hat extra für die Interforst so viele Neuheiten entwickelt, produziert und zeigt sie hier auch in Aktion. Insofern ist es auch eine lebendige Messe und es gibt ein umfangreiches Programm, Sonderschauen, Foren und hier gibt es dann hochinteressante Vorträge zu den Themen, was tut der Forst für die Umwelt, wie gibt es Wettbewerbsstrategien, wie kommt man durch die schwere wirtschaftliche Zeit hinüber. Das richtet sich natürlich auch an den Fachbesucher, aber auch für alle Besucher ist es hochinteressant. Es gibt Wettbewerbe mit Motorsägen, es gibt Entastungswettbewerbe. Hier kann man auch Greifvögel bestaunen. Alles auch rund um den Wald, um den Forst. Also ich glaube, für jeden, ob Fachbesucher oder normaler Besucher, wird hier was geboten in den nächsten 4 Tagen. Herr Dr. Pfeiffer, das verfolgen wir natürlich auch gespannt, denn wir berichten täglich von der Interforst 2010. Und für den Moment vielen Dank für die Ausblicke und das Gespräch. Ja, ich bedanke mich für die Gelegenheit, dass wir uns hier präsentieren können. Und wir freuen uns drauf, möglichst viele Besucher in den nächsten Tagen hier begrüßen zu dürfen. Vielen Dank. So, und wir haben uns natürlich noch einmal bei den Besuchern hier umgehört, das ist ja klar. Und wir wollten einmal wissen, Nachhaltigkeit, das ist ein ganz wichtiger Begriff, der immer wieder auftaucht. Wir haben die Besucher der Messe gefragt, wie wichtig der Begriff Nachhaltigkeit in der Forstwirtschaft für sie ist.
Sehr wichtig, weil ich selber viel Wald habe. Ja, sehr wichtig. Ohne nachhaltige Forstwirtschaft gäbe es die Wälder in Deutschland so in der Form gar nicht. Sehr wichtig. Ich bin bei der Organisation Plant for the Planet dabei und die hilft da eben auch für, dass nachhaltig alles erledigt wird. Das ist schon wichtig, vor allem bei meinem Beruf als Zimmerer ist Holz eigentlich schon ein wichtiges Thema. Sehr wichtig, weil wir leben ja alle davon. Auch die Stadtmenschen, die ihren Freizeitwert im Wald suchen, oder auch die Waldbesitzer, die vom Holzertrag leben. Wir müssen da alle an einem Strang ziehen. Sehr wichtig, sehr wichtig. Unser Wald ist ja unsere Zukunft. So, und wir nähern uns so langsam dem Ende der Sendung. Bevor wir aber gehen, eingangs hatte ich es bereits erwähnt, schalten wir noch einmal zum Außengelände der Interforst 2010, wo Stefan Müller-Arthelt für uns steht. Stefan, was erwartet uns im Außenbereich der Interforst und wie sind die Temperaturen da draußen? Ja, Sebastian, in der Tat, es ist heiß. Das liegt aber nicht nur an den Temperaturen, sondern das liegt auch an dem umfangreichen Rahmenprogramm, was hier draußen geboten wird auf dem Freigelände. Motorsägen, Vorführungen der deutschen Motorsägen, Nationalmannschaft, jede Menge Hightech aus dem Forstbereich und glücklicherweise auch einiges an Erfrischungszelten, Bierzelten und Getränkeausgaben. Und genau da werde ich mich jetzt mal hinbegeben. Ich gebe dabei zurück zu dir in die gut klimatisierte Halle. Tja, dann vielen Dank, Stefan, für die tropischen Impressionen von da draußen und viel Spaß dann im Bierzelt. So, und dort gehe ich auch gleich hin, denn das war's für diese Ausgabe des Messejournals zur Eröffnung von der Interforst 2010. Alle Videos von den 5 Messetagen finden Sie auch auf unserer Website www.messelive.tv. Vielen Dank fürs Zuschauen und auf Wiedersehen.